So, mit Triffi sollen wir jetzt uns unterhalten, sprich wahrscheinlich jetzt die Herausforderung machen. Dann werde ich jetzt mal mein Glück versuchen, würde ich sagen. Triffi, wir brauchen einen fordernden Bogenschusswettbewerb. Dieser Schießstand prüft das Gespür eines Jägers, wann er schießen sollte und wann nicht. Wann soll ein Jäger denn nicht schießen? Stell dir vor, wir beide gehen zusammen jagen. Du trittst auf einen Zweig und ich schieße. Im Affekt. Was wird wohl passieren? Ah, ich verstehe, was du meinst. In diesem Wettbewerb erhält man Punkte für das Treffen der richtigen Ziele und verliert Punkte bei den falschen. Klare Regeln. Obendrein ist die Zeit begrenzt, um es spannender zu machen. Willst du es versuchen? Gib mir einen Bogen. So. Und welche Ziele soll man jetzt nicht treffen? Das wäre ja eigentlich meine größte Frage. Auf mein Zeichen! Los! Stell dir vor, die Ziele wären deine Feinde. Oh shit. Halbzeit. Und runter mit dem Bogen. Denk dran. Besser hätte ich das auch nicht hinbekommen. Du hast gewonnen. Wupp, beim ersten Mal gleich so viel? Kajewitzka, sehr gut. Was ist eigentlich da hinten los? Hm? Eivor, schön dich zu sehen. Manche unserer Leute haben Angst vor der wilden Jagd. Ich will ihren Mut stärken. Durch Wettbewerbe die Tapferkeit erfordern. Da habe ich genau das Richtige. Ich will, dass unsere Krieger das Gewirr der Schlacht nachempfinden. Sie werden im Nebel des Krieges kämpfen. Nebel? Du meinst Rauch. Hat ein Mönch diese Feuerschalen gebracht? Ja, er erzählte irgendetwas von einem Schleier, das ich nicht verstand. Jedenfalls sind sie für einige Überraschungen gut. Inwiefern? Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Außerdem ist es für jeden anders. Würdest du es gerne einmal versuchen? Ich werde es wagen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was diesmal dabei herumkommt. Sprich, was gemacht werden muss. Auf die andere Seite.
Welle 2 beginnt gleich. Okay. Beginnt gleich. Na, dann mal her, kommt. Geschafft. Knick, knack, knuck. Gewonnen! Gut gemacht. Ich glaube, ich sollte es noch schwieriger machen. Komm wieder, wenn du bereit für noch eine Runde bist. Meisterschaft, versteckte Drohung. Zusätzliche Marken, neue Herausforderung. Der Druidensatz ist nun im Turnier verfügbar. 90 Marken. Was für ein Druiden? Das haben wir gemacht. Ja. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich spreche mal mit Aki. Was der da Schönes gebastelt hat. Hallo, Aki. Ich wusste gar nicht, dass du Pferde magst. Ich mag sie jedenfalls lieber als Esel. Ich bin nicht hier, um zu zanken, Aki. Ich will sehen, was du vorbereitest. Eine Herausforderung, Eivor. Eine wahre Prüfung der Reitkunst. Es gilt, Hindernisse zu zerstören, Ziele zu treffen und das in begrenzter Zeit. Und das soll eine Herausforderung sein? Und ob! Hier ist ein Höchstmaß an Geschick, Geschwindigkeit und Beherrschung gefragt. Traust du dir das zu? Lass mich eben aufsteigen. Ja, dann werde ich mal sehen, was kommt.
hab's getroffen. Kann mir keiner sagen, dass das nicht geklappt hat. Hier war nix. Gott, das Ende gesucht, weil ich... Warum so still, Aki? Wo ist deine spitze Zunge geblieben? Dein Können hat mir die Sprache verschlagen. Du erhältst den Hauptpreis. Ich habe alles gegeben, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Nun müssen die Götter urteilen und die Nornier entscheiden. So, ein neues Maß an Respekt. Eine neue Quest. Genau. Spricht des Nachts mit dem irren Mönch. Das kriege ich, glaube ich, hin. Nachts irgendwie mit jemandem da rumschnackeln bringt, ne? So, warte mal, aber bevor ich das mache, werde ich erstmal mit Norvid? Norvid, ne? Ja. Hallo, Norvid. Ja. Eivor, wie kann ich helfen? Schauen wir mal, was du hast. So, auf jeden Fall. Ja, den Rahmen hält das Ding. Bin ich ganz ehrlich. Ach, hier haben wir auch noch Tattoos, Haarschmuck. Ich habe das noch nicht verstanden mit dem Druidensatz. Ich muss gehen. Bleib gesund. Immer wieder gerne. So, und dann sollen wir uns mit ihm unterhalten. Der heilige Tod nähert sich! Alles fügt sich. Die Schemen werden deutlicher. Ach, wirklich? Eine riesige Schutzzone auf dem Langhaus. Die Ruhelosen dürfen ruhen und ein Volk ist bereit für die Jagd. Du bist weniger verrückt, als du dich gibst, Mönch. Doch ich muss dich enttäuschen. Es wird keine Jagd geben. Was sagst du da? Es sammeln sich mächtige Kräfte. Wir sind noch nicht über den Berg. Die Götter sind erbost. Ich werde nie wieder an dir zweifeln, Onkel. Haben wir etwas Falsches getan? Was hat das zu bedeuten? Die wilde Jagd. Hört mir zu. Die wilde Jagd wird uns heute nicht ereilen. Woher weißt du das? Ich habe den Mut und das Können unseres Volkes gesehen. Wir halten zusammen, Nordleute und Sachsen, um uns den Prüfungen zu stellen. Und ich weiß, dass Menschen, die zusammenhalten und stark sind, die Anerkennung der Götter erhalten.
sind mit uns. Ein wahres an Respekt. Ach, das ist Aki. Okay. Umisrit. Und das. Wie, das war's schon? Also, nicht böse meinen, ne? Aber... Also gemeint so rum, aber okay. Also jetzt kann ich das nur noch wiederholen, dann könnte ich mir die Sachen holen. Also ganz ehrlich, was ich cool fand, dass es diesmal nicht wieder ums Kloppen ging. Mit dem hier Pfeil und Bogen. Okay, wobei das war auch ein interessanter, dass ich das diesmal so gut gekonnt habe, weil sonst war ich echt nicht so gut. Und dass das durch diese, sag ich mal, Hindernisse auch ein bisschen anders war. Die Geschichte mit den Kalf, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil du da auch ein bisschen suchen musstest und mal gucken musstest. Also mir persönlich jedenfalls. Aber ihr könnt ja selber mal dann reinschreiben, wie es euch gefallen hat, beziehungsweise was euch zugesagt hat. Und im Prinzip ist jetzt das Fest, also was heißt nicht vorbei, sondern jetzt machst du im Prinzip das Gleiche. Also manchmal wünsche ich mir da noch viel mehr Quests auch während des Festes. Also wenn mich jetzt einer verstehen mag, wie ich das meine, ne? Also ich fand das echt gut. Ich finde das auch geil gemacht mit dem Schiff und so. Was da ist und die ganzen Sachen, aber weiß nicht, so 1, 2, 3, 4, 5 Quests mehr wären auch cool. So. Schilder, Dillelelt, Bamkan, Wanderlust, die Segel, Eck. Ich weiß gerade gar nicht, was ich ausgerüstet habe. Das ist nämlich auch doof, dass das nicht irgendwie angezeigt wird. Hector, Heilheim, Karolinger, Jumsfinger, Feuerspucker, der Roch, Iso, irischer Volksheld, der Iso-Ritter, irischer Volksheld. Wir können das ja mal auf irischer Volksheld. Komplett machen. Cool. Ansonsten nichts weiter heute? Nee. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Lass dich mal wieder blicken. Jo, haben wir jetzt mal das Schiff ein bisschen anders ausgestattet. Da sitzt der gute Räder. Hier haben wir nichts zu tun. Moment, wieso habe ich hier so gesehen ein Gespräch? Und hey, ist ihm noch was zu sagen? Sei gegrüßt. Was tust du hier noch gleich? Wenn du ein Mitglied des Ordens der Ältesten auslöschst, bring mir dessen Siegel. So kann ich wissen, wer uns keine Probleme mehr macht. Ja, das haben wir ja alles erledigt. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Das habe ich ja alles erledigt. Ich habe gedacht, da kommt jetzt mal ein nettes Gespräch oder so, zwischendurch was Neues. Also, es klingt jetzt gerade so hart und negativ, was das eigentlich wirklich nicht ist, sondern, also, ne, hart und negativ ist jetzt auch wieder so, aber so ein nettes Gespräch eben, ne? So mal so, Hallöchen, na, wie geht's? Wie schön, dich zu sehen, Liebling. Sollen wir das in deiner Kammer besprechen? Nicht nötig. Hallöchen, Randi. Schon so lange nicht mehr geknutscht mit dir.
Entschuldigung, wenn ich das ausdrücke. Lang, lang ist her. Jo. Und dann kann ich ja mal gucken, was ich noch so für... Na, mein Junge. Oh. Wo ist denn der Kleine? Wo ist Wolfie? Ach da! Ich habe Wolfie gerade gar nicht gesehen. Entschuldigung, Wolfie. Wolfie, Entschuldigung. Tut mir leid. War nicht so gemeint. Hat einen Namen einer Stadt. Genau. Der gute Wolfie. Jo. Also in der Hinsicht, ich kann jetzt das noch machen, um weiter Marken zu machen, um das zu holen. Und ich kann, was kann ich sonst auch? Eigentlich gar nichts momentan, ne? Gefühlt. Also, ne? Mit Alki, mit der Geschichte. Also ich habe hier noch so ein paar, also man sieht ja, was ich hier noch so alles machen kann, ne? Also hier ist noch einiges so am Leuchten. Wie gesagt, da ist ja eigentlich soweit durch so. Und wie gesagt, die Gräber habe ich auch alle. Wie gesagt, findet ihr auch in den Videos. Und ansonsten mal gucken, was demnächst hier kommt. Ich kann nur so viel sagen, ich freue mich schon drauf. Und wenn ihr jetzt kurz überlegt, wieso, weshalb, warum, ja, Assassin's Creed Mentor im Bereich Deutschland, so gesehen. Ich habe da schon was Leuten hören. Ja, nächstes Mal so. Ansonsten, wir sehen uns einfach im nächsten Video.